Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Next Space Rebels. Ja, was soll ich sagen? Ich habe jetzt die Aufnahmen für die Folge gemacht und habe dann bemerkt, dass meine Einstellungen nicht gepasst haben und mein Sound komplett im Arsch war. Dann habe ich die Einstellungen geändert, die Folgen für diese Woche gemacht und bemerkt, dass die Einstellungen nicht übernommen wurden. 12 Videos für den Arsch. 6-mal Next Space Rebels. 6-mal... Oder nicht mal wirklich, ne. 6-mal Next Space Rebels, weil ich Bock drauf hatte, das aufzunehmen. Und 4-mal Sky Factory 4. Ja, Vorteil für euch auf der einen Seite, ihr müsst nicht miterleben, wie ich das ganze Zeug gestruggelt habt. Nachteil, ihr habt Teile nicht miterlebt, die relativ cool waren. Wir haben die 33 Kilometer Marke geknackt mit einer Rakete. Und wir sind aus dem Team Holz ausgestiegen. Und haben als letztes mit einer modifizierten Schubkarre versucht, 50 Meter zu rollen, was nicht gescheit funktioniert hat. Aber mit diesem Modell hat es dann am Ende doch geklappt. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt da und starten mit der durch. Einfach auf Start klicken und das Ding geht ab wie eine Rakete. Also nicht wirklich, aber sie rollt halt so weit, wie es sein muss. Sie hat auch zu viel Treibstoff eigentlich drin, wenn man es so sieht. Sie kommt relativ weit, aber ich würde sagen, wir laden das Video jetzt einfach hoch, weil das wird so weitergehen. Und gehen Sie auf Video hochladen. Ihr merkt, ich bin ein bisschen depressed, weil ich eigentlich erwartet habe, dass es funktioniert und dann gibt es Starteinstellungen, die übernommen werden nach dem Start. Ist es doch, ja, ein bisschen nervig. Vor allem, weil es schon sehr spät ist. Ja, naja, passiert hier. Aber richtig, so brauche ich erforderlich, du gehst und kaufst mir Teile im Shop. Wenn ich die Kombination mache, füge ich in den Shop hinzu, okay. Also im Grunde soll ich jetzt Schrottteile aus dem Lager kaufen. Ich kaufe jetzt erstmal das hier. Den Boost, mich interessiert, was der kann. Dann kaufe ich die ganzen restlichen Schrottteile, die ich hier finden kann. Weil, warum nicht? Ich kann es ja eben leisten. Dann kaufe ich die Flosse, den Verteiler und den Ständer noch. So. Jetzt haben wir schon neue Sachen hinzugefügt und jetzt schauen wir mal. Jetzt werden wir mal, ich würde sagen, einfach zur Feier des Tages einen neuen Rekord aufstellen. Und zwar mit unseren neuen Teilen, genauso wie mit den neuen Raketenteilen, die wir haben. So, werden wir das jetzt hoffentlich hinkriegen. Denn wir haben ja neuen Treibstofftanke und zwar hier so ein fettes Teil hier. Ich weiß nicht, wie das mit den Verbindungen ausschaut, ob ich da irgendwie lang komme. Okay, das geht sich aus, okay, das ist natürlich geil. Dann müssen wir jetzt natürlich noch so ein Teil drunter bauen, bedeutet, wir gehen wieder unter Holz. Das reicht nicht aus, leider. Sondern ich muss jetzt, weil ich will, rein theoretisch zwei von diesen Triebwerken jetzt da drin verbauen. So. Pumpen hier verbauen und dann natürlich das Teil hier unten einfügen und dann schauen wir mal, was dieses fette Teil jetzt zu bieten hat. Zwei fette Antriebe, oh scheiße, das fliegt irgendwie schief, bedeutet, wir werden jetzt in der Konstruktion schauen müssen, woran das liegt. Jetzt hat sich hier die Verbindung wieder gekappt. Schön, dass wir einfach so gerade wie möglich das Ganze kriegen. Und gehen auf Fliegen.
Dann bauen wir dieses fette Teil mal. Und wechseln mal das Gebiet hierher. Und dann schauen wir mal, ob wir einen neuen Rekord aufstellen können. 3, 2, 1. Zoom ist bereits möglich. Schauen wir mal, was die Geschwindigkeit sagt. Sie steigt noch. 4 Kilometer, 5 Kilometer, 6 Kilometer, 7 Kilometer. Die Onboard-Kamera wäre schon frei. Wir sind natürlich jetzt schon bei Atmosphäre von 19%. Höhe von 18 Kilometern. Weiß nicht, ob wir es schaffen, aber es schaut eigentlich gut aus, dass wir auf dieselbe Höhe kommen. Ich wollte euch nicht unbedingt einfach zeigen, was passiert ist in der Zeit, und deswegen wollte ich das jetzt unbedingt noch nachcreaten. Wenn wir wenigstens in die Nähe kommen, wäre es natürlich mega geil. Ah, die 3 Kilometer schaffen wir auf jeden Fall. 30 meine ich. Ich weiß nicht, ob wir die 3,3 schaffen. Dafür bräuchten wir noch einen kleinen extra Tank. Nee, die schaffen wir nicht. Leider. 3,2. Wir sind vielleicht die Vertikale. Allein 1000 km/h in der Länge. Holy shit. Aber wir sind gut dabei. Das muss man auf jeden Fall lassen. Ist die Rakete wieder langsam nach unten. Der Winkel, okay. Ah, wir haben es gut geschafft, weit geschafft. Das muss man auf jeden Fall zugeben, dass das Ding ordentlich was schafft. Ah ja, jetzt geht's bergab. Jetzt geht's runter wie Sau. Wir müssen gucken, ob wir sozusagen eine kleine Rakete bauen mit zwei Dingern oder irgendwie das sozusagen umbauen, damit wir noch mehr Tanks einbauen können. Das wäre, glaube ich, so eine Sache, die gemacht werden könnte. An Bord. Zoom. Und in Luft zerfallen. Und ein Teil zu Boden, okay. Rekordentfernung. 29 Kilometer. Wenigstens haben wir das geschafft. Hui. Eine Rekordentfernung. Eine Reise haben wir angelegt. Schwanzpumpe. Ich muss jetzt halt wieder was verwenden, was wir schon verwendet haben, weil es wird eng. Aber wir kriegen ordentlich Aufruf. Oder wir kriegen dafür wahrscheinlich auch ordentlich Money. Nice. Booster für Teilemuseum. Lamellenspitze. Okay. Neue Höhe. Raketenrennen. Das ist jetzt Sünde. Da können wir doch mal mitspielen, oder? Eine simple Holzrakete mit was ganz simplen Teilen einfach schnell. Simple Teile. Gibt's bei uns nicht mehr. Er wollte sich mit uns anlegen, dann kriegt er halt jetzt noch was zum Anlegen, ne? Jetzt kommt der Boost. Ah, bestimmt haben wir den neuen Boost ja auch, ne? Wir können zwei von denen vielleicht hier reinpacken. Let's try this. Und was haben wir dann zu einem Zündefeuerwerkskörper über 100 Meter? Welche nehmen wir denn? Schauen wir mal, was die zwei Booster, die neuen Booster da auch auf Lager haben, weil die haben wir auch. Weil die unterschiedlich platziert wurden, geil. Bauen. Ah, das ist wieder doof. Und Start. Okay, Feuerwerkskörper habe ich zu früh gezündet. Zünde Feuerwerkskörper über eine Höhe von Ding. 3,5.
2,5. Kann ich rein theoretisch noch einen von denen einbauen? Einfach für noch mehr Boost. Reicht dann so eine PVC-Mütze? Bauen. Jetzt sind wir so am Limit mal wieder. Problem ist ja, wir müssen ja die Mission machen, damit wir sozusagen... Adieu! Feuerwerkskörper... Feuerwerkskörper. Habe ich da irgendwas falsch verstanden? Ich hab doch Feuerwerkskörper über 100 Meter gezündet, oder? Zünde Feuerwerkskörper über 100 Meter. Feuerwerkskörper. Welchen Feuerwerkskörper möchte er denn? Noch Bombe. 100 Kopf, der Big. Schwerer Feuerwerkskörper. Wahrscheinlich den Feuerwerkskörper. Let's go. Normale Mini-Feuerwerkskörper und los geht's. Geschafft. Überhaupt nicht schwer und so. Wie weit fliegt denn das Ding noch? Na, das wäre fast schon ready für eine andere Mission. Die Kilometer-Mission müsste man nicht noch schaffen. Wir sind viel zu vorherlich mit unseren Höhenflügen. Das ist das andere Problem. Muss man wieder lassen. Übliche Tech hochladen. Nasen-OP, Rohrbombe, Explosion, PVC und Furlor. Nehmen wir das mal. Schon lange nichts mehr mit Boostern gebaut. Mit rein. Also doch, haben wir schon, aber ja. Kombination, mega Kombination, seltsam. Okay. Wir kriegen aber ordentlich Geld. Das ist natürlich praktisch jetzt dann zum Kaufen von Sachen. Eine Frage. Klar doch. Team schaut das nächste Level bringen können. Zu viele Leute betrachten uns immer noch als Amateure und professionell. Das müssen jetzt noch mehr Leute erkennen. Das Problem ist, dass wir eine Anführungszeichen zusammenkratzen können. Ja, das ist doof. Diese hinter Waldelfen würde ich. Menschen immer. Aber das du. Nein, nicht wirklich. Nun, du musst den Kontakt zu ihr ganz kappen. Ich will nicht, dass Team Shot irgendwie mit Rosewood in Verbindung gebracht wird. Wir müssen exklusiv professionell. Dann zeige Rosewood. Ich wüsste, dass du das kapierst. Du musst mir helfen, eine neue Ära für Team Shot einzuläuten. Und diesen Baum kuscheln zu. Ich brauche einen. Schau, du sicherst dir noch ein paar Schrottteile von X-Robot, okay? Das ist ein guter Kerl und Team Schrott treu geben, so wie du. Das Geld wirklich, okay, in Ordnung. Bedeutet. Viel Spaß damit. Gut. Was wäre denn? Was ist das jetzt? Das ist wie dieses Mal hattest du Glück gehabt. Ich habe irgendwas falsch gemacht und das Garten ist gesprengt. Oh. Zack. Illegale Ver. Okay. Jetzt wird's spannend. Ne, wo ist denn das jetzt? Erreich 100 Meter in der von Zünde illegalen Feuerwerkskörper über eine Höhe von. Okay. Kann ich schon wieder neuen Schrott kaufen? Das ist die nächste Frage. Federhammer. Leiterrahmen. Okay. Gasflaschen. Das Gute ist, ich kann schon so viel kaufen.
diese ganzen überzogenen Sachen auch kriegen. Perfekt. So. Dann machen wir das jetzt mal ganz easy. Ich glaube nämlich, dass wir dort mit einem simplen Booster schon in the race sind. Wir brauchen einfach von PVC noch eine strukturelle Sicherung. Und dann fliegt das Ding nach oben und dann brauchen wir natürlich noch diesen illegalen Feuerwerkskörper, der oben drin sein soll. Und ein bisschen PVC obendrauf. Zündet auslösen nach 7 Sekunden. Das bearbeiten wir und sagen noch 4 Sekunden. In Ordnung, bauen. Das Ding sollte auf jeden Fall gut genug fliegen. Let's go. Erreicht. Okay. Easy. Epischen Tech-Errungen, nice. Rennen, Pursuit, illegal, selbstgemacht, Falke. Ob man jetzt illegal als Ding nehmen sollte, ist natürlich die andere Frage, aber ja. So. Wiedersehen, okay. Echte Schrottrakete. Wir brauchen ein neues Raketenvideo, um Team Schrott zu werben. Du solltest ernsthafte Schrottraketen mit. Okay, Schrotttastisch. Du hast es echt drauf. Hübsche Schrottteile kommen mit. Kein Ding. Schon gehört. Irgendein Junge hat sich mit illegalen Feuerwerk selbst in die Luft gejagt, Trottel. Okay. Großer Schrott. Baue nur Teile der Gruppe Schrott ein. Konstruiere eine Rakete mit einer Gesamtlänge von 3 Metern. Konstruiere eine Rakete mit einer Gesamtspanne von 3 Metern. Erreiche 500 Meter. Nur aus Schrottteilen. Aber da können wir doch bestimmt in den Schacht gucken. Und da gibt es doch bestimmt wieder schöne neue Teile, oder? Tier, Cessna Heckflügel. Glasflaschenspitze. Aber Leute, ich würde sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.